Ahoi, liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir stehen hier in Halle 3 beim Caravan Salon in Düsseldorf bei Travel on Nature. Und dort haben wir einen Vortrag gehalten. Sehr viel eher. Ich durfte ein bisschen was sagen. Und das seht ihr wann? Nach dem Intro. Ich dachte bislang ja eigentlich immer, dass Kreuzfahrt und Camping sich ausschließen. Jetzt habe ich gleich zwei Männer hier, die sagen, nee, mein Freund, so ist es nicht. Ich darf Sie herzlich begrüßen, Marcel und Stefan Schrader, die Kreuzfahrtcamper. Euer Applaus, eure Glocke. Kommt gerne auf die Bühne. So. Ja, hallo. Ja, ich höre zu. Ja, ich wollte noch Hallo sagen. Hallo. So, mal durch. Oder? Aber hier ist der Akku. Niemals mit den Fingern auf die Kapsel klopfen. Immer so. Das tut man nicht. Aufpassen. Der entsteht. Aber das ist nicht das Thema, wir wollen nicht über Technik reden, sondern wir wollen über die Kreuzfahrtcamper reden. Und ich freue mich, dass ich endlich mal die meistgestellteste Frage aus eurem Blog auch mal stellen kann. Kreuzfahrtcamper. Was ist das? Was ist das? Genau. Bevor du es erklärst und wieder falsch machst, sag ich es lieber. Richtig. Also der Klaus-Peter, den ihr eben gerade gesehen habt, das ist definitiv ein Kreuzfahrtcamper, so wie wir. Denn er fährt heute an den einen Ort, morgen an den anderen Ort. Und nichts anderes machen Kreuzfahrtschiffe auch. Sie fahren auf den einen, an den einen Tag, an den einen Hafen, am nächsten sind sie am anderen Hafen. Das Hotel ist immer dabei. Das Einzige, was wir leider haben, wir sind die Kombüsenklasse. Wir müssen alles alleine machen. Aber damit leben wir. Aber du hast immer einen Koch dabei. Also ich koche. Ja, du bist ja Gott sei Dank. Koch genau. Und Fahrer, ne? Koch und Fahrer, genau. Also ihr habt es euch auch aufgeteilt. Der Kapitän, ne? Na, jetzt übertreibt man nicht. Ja. Lass uns mal Koch und Fahrer bleiben. Irgendwer muss das Ruder in die Hand nehmen, ne? Ihr habt es auch tatsächlich aufgeteilt, ne? Also du navigierst, genau. Und du fährst und kochst. Genau, genau, ja. Wir sprechen heute über Norwegen. Das ist so die Tour, die wir uns für heute ausgesucht haben. Ihr habt ja eine tolle Präsentation mitgebracht. Genau. Die schalten wir jetzt noch auf die Leinwand. Damit sie die auch sind, dieser doofe Video sehen, macht ja keinen Sinn. Ah, hier gibt es übrigens den Klicker, grün. Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nichts machen. Das läuft durch? Ein Video, was durchläuft. Perfekt. Mit schönen Bildern, was? Landschaftsaufnahmen. Ja, das, guck mal, schöne Bilder, da kommt ja schon in zwei. Herrlich. Genau. Norwegen, was fasziniert euch beide persönlich denn so an Norwegen? Warum gerade Norwegen? Ja, Norwegen ist halt ein Land, was ganz, ganz viel Vielfältigkeit bietet, ganz viel schöne Natur. Ganz viele verschiedene Strecken. Also ihr seht zum Beispiel hier Winterbilder und die sind nicht im Winter aufgenommen, sondern die sind im Mai, also Ende Mai, Anfang Juni ausgenommen, wo es hier schon total warm ist. Aber auf so Bergpässen ist es halt natürlich noch relativ kühl. Und Drohnenaufnahmen dementsprechend. Und das ist halt einfach das, diese Weite der Landschaft, das ist einfach faszinierend. Ja. Wie oft wart ihr jetzt schon in Norwegen? Für uns war das die zweite Reise, also wir hatten 2000, beziehungsweise nein, eigentlich ist es die dritte Reise, wir hatten 2017 damit angefangen mit dem Kreuzfahrtschiff, die vierte sogar, okay, stimmt, richtig. Dann hatten wir 2019 mit unserem Camper, also beziehungsweise mit unserem Bulli damals noch, also mit dem VW T6 Bus noch Norwegen bereist bis zu den Lofoten. Und dann haben wir das letztes Jahr nochmal gemacht mit unserem, mit unserem Malibu Van. Haben das dann dementsprechend mit zwei Fahrzeugen gemacht. Da stehen die beiden übrigens an dem Parkplatz sozusagen. Also das sind meine Eltern, die sind auch dabei gewesen mit einem Fahrzeug. Wir sind sozusagen zu zweit immer unterwegs gewesen. Und dann hatten wir noch eine Reise mit der Fähre Oslo, also Color Line, die Fähre Kiel nach Oslo, wo wir einfach nochmal einen Tag, also so eine Reise gemacht haben, wo wir nur Oslo gesehen haben. Tolle Bilder. Die habt ihr auch alle selbst gemacht und selbst produziert, alles, was wir jetzt hier sehen. Ne? Richtig, genau. Also das hier zum Beispiel, die Karibik ist ja total nah. Ne? Also man könnte sagen, Karibik Feeling pur. Der Strand ist total weißer Sandstrand und du hast klares Wasser, wie in der Karibik, nur etwas kühler. Das Wasser hat so 8, 9, 10 Grad. Also es ist halt doch noch nicht unbedingt sehr warm, um dann da reinzugehen und zu schwimmen. Aber für die Beine rein reicht es auf jeden Fall. Definitiv. Ihr habt jetzt schon einiges gesehen in der Zeit, wo ihr da wart. Aus eurer Wahrnehmung so, aus euren Erlebnissen, was sollte man sich auf jeden Fall anschauen? Wo muss man unbedingt hin? Ja, das kommt dann so ein bisschen auch drauf an,
wo man denn hin will. Also natürlich hat Norwegen super viel zu bieten und wer in den hohen Norden möchte, also sprich Nordkap, dann kann natürlich in den hohen Norden fahren. Nordkap, oben gibt es super schöne Städte wie Troms zum Beispiel mit der Eismeerkathedrale, sehr, sehr bekannt. Oder halt auch die Lofoten, wie wir hier die Bilder sehen, das ist auf den Lofoten aufgenommen mit dem Stockfisch und den schönen Fischerhütten. Das ist so typisch der kleine Ort also A, würden wir sagen, die halt sagen ja genau, und mit den Fähren kommst du überall hin, ne? Also man sieht das jetzt da auch wieder, genau. Wie sieht es denn so mit den Stellplätzen für Reise und Marina aus? Campingplatz, gibt es Alternativen? Also ja, natürlich Campingplätze gibt es haufenweise, da findet ihr auf jeden Fall überall irgendwo einen Campingplatz. Ansonsten ist es natürlich so, dass doch eher in Norwegen mehr so freistehend ist. Na, also viele stehen frei, die App Park4Night, die hilft einem dafür sehr, sehr weiter. Und in dieser App, da kann man dann, ich sag mal, nicht nur die ganzen Campingplätze sehen, sondern man sieht halt auch Stellplätze. Oder wenn du einfach nur mal für ein schönes Picknick, für eine Mittagspause was suchst, dann findest du tolle Parkplätze, wo du einfach, ich sag mal, in so Bergpanoramen stehst oder halt am Fjord. Genau, ja, hier geht unser Auto drüber, ne? Genau. Und das ist halt einfach so, du kannst halt fast überall Pause machen und du machst auch Pause. Das kann ich euch sagen. Ja. Aber das macht es ja auch gerade aus, mit dem Reisemobil unterwegs zu sein, ne? Nicht irgendwo anhalten, sich irgendwas zu essen, sondern einfach anhalten, hinten auf, die Stühle raus. Und wenn es noch Cracker mit Frischkäse sind, richtig. Natur genießen und Spaß haben. Ja, das ist halt das was das Land auch ausmacht. Und jetzt zum Beispiel diese ganzen Plätze, die man hier sieht, auch am Wasser dann dementsprechend und die Fjorde. Also herrlich. Seen mittendrin im Landesinneren. Also es gibt halt ganz, ganz viel verschiedene Natur. Und die Natur ist halt wirklich sehr vielfältig, weil du brauchst teils nur ein paar Kilometer fahren und dann sagst du, boah, das muss ich mir wieder anschauen. Jeden Fall. Also, und du hältst auch an, also du kommst nicht weit. Und das Schlimme ist ja immer, du denkst dann, na schöner wird es ja sowieso nicht mehr und 30 Meter weiter kommst noch mal schöner, hältst du wieder an. Richtig, richtig, genau. Also deswegen ja, also wir haben es so gesagt, dass wir eigentlich so 300, 400 Kilometer am Tag machen, das schaffst du nicht. Ja, schon. Also wenn wir 8 Stunden am Fahren sind, dann bist du vielleicht, wenn du an so traumhaften Plätzen bist oder sowas, dann bist du... hast du vielleicht 150, 200 Kilometer maximal geschafft. Also mehr geht halt einfach da nicht. Aus eurer Erfahrung heraus, wenn ich jetzt eine Tour nach Norwegen plane, wie viel Zeit sollte ich denn so mindestens einplanen? Was ist das Minimum, was man einplanen sollte? Ja, genau. Das kommt darauf an, wo man denn hin möchte. Also ich sage immer so, wenn man so ein bisschen Südnorwegen mit den ganz vielen Fjorden erleben will, dann schaffst du das. Das ist zum Beispiel der Geirangerfjord, wo auch dementsprechend die Kreuzfahrtschiffe gerne reinfahren. Dann schaffst du das so in 2-3 Wochen. Es ist eine gute Reisezeit, dass man in Ruhe sich auch was angucken will. Möchte man aber eher Richtung Norden, zum Beispiel hier wieder die Lofoten oder dann das Nordkap, da muss man sich schon auf jeden Fall mehr Zeit nehmen. Und ich würde sagen, dass man das selbst in 4-5 Wochen eher noch mit einer gewissen Hetzerei schafft, als dass man das in Ruhe macht. Und ein kleiner Tipp auch von unserer Seite, wenn man denn Richtung Norden hoch will, wir würden es immer so machen, fahrt erstmal die längste Strecke bis dahin, wo ihr hin wollt. Also angenommen, ihr wollt zum Nordkap, dann fahrt ihr bis zum Nordkap hoch und zwar über Schweden. Da kommt man relativ schnell und einfach hoch, weil du hast halt einfach ein bisschen mehr km/h, die du machen darfst in Schweden. Da fährst du dann 100 auf diesen Landstraßen und kommst dann eher nach oben an und machst dich dann langsam auf dem Weg wieder nach unten. Dadurch ist es dann auch so, dass du nicht so, ich sag mal, gehetzt bist. Und sagst, oh je, jetzt sind wir ja aber noch gar nicht ganz oben, aber wir müssen ja in, keine Ahnung, 2-3 Wochen schon wieder unten sein. Und das ist halt dann einfach doof. Also von daher ist es von unserer Seite aus ein Tipp, fahrt erstmal die längste Strecke und dann arbeitet ihr euch langsam runter. Wie plant ihr eure Touren denn? Wirklich Punkt für Punkt, dass wirklich so jeder Stopp, abgesehen vom Picknick, jetzt schon vorgeplant ist? Oder habt ihr da so eine gewisse Freiheit mit dabei, dass ihr sagt, na gut, wir haben die grobe Richtung, wir wissen, wo wir uns hinstellen können. Und rechts und links schauen wir einfach. Ja, bei uns ist es eher das Zweite. Also wir machen die grobe Richtung und sehen dann einfach, wo es uns hintreibt. Und das ist ja das Schöne mit einem Camper. Egal, ob du mit einem Bulli unterwegs bist oder ob du mit einem teilintegrierten, vollintegrierten Van, wie auch immer, unterwegs bist. Du kannst ja fast überall stehen bleiben. Natürlich, wo Schilder stehen, sollte man natürlich nicht stehen bleiben, wenn man keinen Ärger haben möchte. Aber es gibt ganz, ganz viele schöne Plätze. Und dadurch kannst du dann da stehen bleiben und dann entdeckst du halt dort die Region.
Und noch was ganz Wichtiges, was du immer sagst, richtet euch nach dem Wetter. Wenn ihr seht, auf der rechten Seite von Norwegen oder ich sag mal oberhalb weiter von Norwegen ist es schöner, das Wetter, dann nutzt auch ruhig die Gelegenheit, dass ihr ein bisschen weiter höher fahrt und dann im Prinzip nach dem Wetter ein bisschen richtet und in die Region fahrt. Also so haben wir es gemacht. Wie viele Wetter-Apps habt ihr mittlerweile installiert, um einen guten Querschnitt zu kriegen? Also ich würde behaupten, wir haben 5 bis 10, je nachdem, weil in Norwegen gibt es nochmal extra Wetter-Apps, also die nutzen wir auch. Und dann ist es wirklich ein Durchschnitt errechnen, weil in der Regel, wir hatten das glaube ich gestern, da hieß es Sonnenschein und Gewitter erst später und dann war das Gewitter wieder doch da. Also man braucht einen Querschnitt aus 4 Apps. Genau, also das machen wir auf jeden Fall, dass wir das so in so einem Querschnitt errechnen. Dann. Ja. Das ist tatsächlich so. Manchmal hilft aber einfach mal die Tür aufmachen und gucken, wie das Wetter ist. Ne? Richtig, genau. Also ich merke es an mir selber, ich vergesse das auch oft. Ich gucke lieber 3-mal auf Apps, bevor ich einmal für die Tür gehe und gucke, was ja. Hat man denn für Wetter. Ja. Also wir hatten bisher immer super viel Glück mit dem Wetter. Also ihr seht es ja auch hier, die meisten Bilder sind halt wirklich bei Sonnenschein aufgenommen. Das war halt auch so. Also unsere Reise da oben hoch war einfach so, dass wir ganz viel Sonne hatten und ganz viel schönes Wetter hatten. Auf den Lofoten haben wir bei 13 Grad im T-Shirt gesessen und in kurzer Hose, weil einfach die Sonne da war und die Sonne hat einen so gewärmt, dass es einfach zu warm wäre für lange Kleidung. Also das ist halt, ja, so ist halt Norwegen. Ne? Natürlich, wenn du im Winter unterwegs bist, ist das ein bisschen anders. Das kommt auf die Jahreszeit drauf an. Wenn ihr euren Stellplatz erreicht habt, wie geht es dann weiter? Erstmal ausruhen oder dann Wanderschuhe an und erkunden oder seid ihr so gar nicht Typ dafür? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Natürlich schauen wir uns gerne in der Umgebung dann nochmal um, wo wir unseren Stellplatz gefunden haben. Aber jetzt extreme ausgiebige Wanderungen machen wir nicht, weil man kann ja auch das Auto einfach dort stehen lassen und einfach 2-3 Tage in die Wildnis gehen. Ne? Das ist auch in Norwegen möglich, gar kein Problem. Zelt eingepackt, Schlafmatratze oder ich sag mal Isomatte und dann halt einen Schlafsack dabei und schon ist das Thema durch. Ne? Also dann geht man halt wandern, das geht natürlich auch, klar. Viele, viele Möglichkeiten. Um eine entspannte Reise zu haben, sollte man sich trotzdem vorbereiten. Und das ist nicht nur die Tour, die wir so grob schon mal abgesteckt haben sollten, sondern es gibt so kleine profane Dinge, wie zum Beispiel ein Mautsystem, was sich vielleicht dann in Norwegen auch etwas von dem unterscheidet, was wir in Deutschland kennen. Ja, genau. Da brauche ich jetzt ein bisschen Hilfe, weil ich so ein paar Webseiten nenne, wo ihr Tipps findet oder wo ihr das ganz gut machen könnt. Einmal habt ihr natürlich die Straßenmaut, die ihr in Norwegen bezahlen müsst. Und auch die Fähren, die müssen natürlich auch bezahlt werden. So, kommen wir erstmal zur Straßenmaut. Normalerweise ist es so autopass.no, wo man sich Informationen darüber finden kann, wo man sein Auto registrieren kann, also auch so einen Mautchip bekommen kann. Denn es gibt so ein bisschen Unterschiede. Wir haben ja ein 3,5-Tonnen-Fahrzeug, das heißt, wir brauchen zwingend keinen Mautchip, der uns immer wieder registriert in den Mautstationen, sondern bei uns reicht es einfach aus, dass wir durchfahren durch die Straßen und dann wird das Kennzeichen einfach abgescannt und dann kriegst du zum Schluss einfach nur eine Rechnung. So. Aber damit du diese Rechnung auch einfach bezahlen kannst, haben wir unser Auto trotzdem vorher einmal angemeldet. Weil so weiß Norwegen auch, dass wir ein 3,5-Tonnen-Fahrzeug haben. Und das haben wir zum Beispiel mit epass24.com gemacht. Dort haben wir das Auto registriert, haben unsere Kreditkarte hinterlegt und automatisch wurde das dann am Ende der Reise dann abgebucht. Was heißt am Ende der Reise? Die Rechnung kommt immer ein bisschen später, also die kann auch ein halbes Jahr noch danach kommen. Die brauchen wirklich ein Momentchen, weil sie ja noch nicht wissen, ob sie raus sind aus dem Land. Aber sie kommen definitiv. Sie kommen definitiv, genau. Bei uns war das so, dass wir bis zu den Lofoten gefahren sind und dann im Prinzip wieder zurück. Da hast du so, naja, 70, 80, 90 Euro circa. Also es ist jetzt einfach nur mal eine Zirka-Angabe, dass man ungefähr weiß, wie das ist. So, und dann gibt es noch das Thema Fähre. Bei den Fähren gibt es was ganz Besonderes. Ihr könnt dort ein bisschen sparen, nämlich wenn ihr Autopass-Ferry oder Ferie, so heißt es, .no eingibt. Das findet ihr dann auch auf der Autopass-Seite nochmal wieder. Da kann man ein sogenanntes Prepaid-Verfahren machen. Und zwar heißt es so, dass du 3000 NOK, also 3000 norwegische Kronen, überweist. Die musst du im Prinzip von deinem Bankkonto aus einfach auf dein Konto, was du dann dort abschließt, überweisen. Und dann sparst du pro Fähre 40-50%. Also wenn ich sage 40-50%, dann ist das tatsächlich so. Wir haben diese 3000 NOK mit 2 Fahrzeugen genutzt. Das heißt, ich habe das Fahrzeug meiner Eltern mit dem Kennzeichen auch noch angemeldet und wir haben sie nicht verbraucht. Wir haben viele, viele Fähren gefahren. Selbst die Fähre von den Lofoten runter, und zwar Moskenes nach Bodo, selbst die sehr, sehr teure Fähre hat dann uns irgendwie noch was von, weiß ich nicht, 30, 40 Euro gekostet. Normalerweise liegt die bei 80 oder sowas. Also von daher, es lohnt sich auf jeden Fall, da dementsprechend ein bisschen Geld zu sparen. Dann noch ein Tipp,
natürlich ist das Geld ja erstmal da. Wenn man das dann nicht verbraucht, was macht man damit? Also, wenn man die nächsten Jahre sowieso nochmal wieder nach Norwegen will, kein Problem. Dann fährt man nochmal wieder hin, das Geld verfällt nicht. Man kann also weitermachen. Man kann auch neu aufladen, natürlich, das geht auch. Aber wenn du sagst, nee, also die nächsten 10 Jahre, da habe ich aber keine Lust mehr auf Norwegen, hat mir nicht gefallen, was ich nicht glaube, dann ist das auch kein Problem, dann schreibt man die einfach an, die Firma, und dann kriegt man das Geld auch wieder zurück. Also man kündigt seinen Vertrag dann dort einfach und dann kriegt man das Geld wieder auf das Verrechnungskonto zurück dann. Das ist also auch kein Problem. Ein Nachteil, man muss Englisch können. Zumindest Google Translator wird einem helfen, aber Englisch musst du können, weil die Seite ist auf Englisch und auch die ganze Abwicklung ist dann halt auf Englisch, wenn man mit denen in Kontakt tritt. So. Aber ich glaube, wenn man nach Norwegen fährt, soll man so 3-4 Brocken Englisch schon können, bringt einen schon weiter, oder? Ja, meine Eltern konnten nichts, das heißt, das habe ich gemacht, aber sie hätten sich auch mit Händen und Füßen also verständigt, das wäre auch gegangen. Ne? Also das ist kein Ding, das geht schon. Also die Norweger sind super, super nett und ganz hilfsbereit, also das ist also wirklich ganz toll. Da habe ich nie Probleme gehabt nirgendwo. Was ist denn jetzt so aus eurer Sicht so der beste Weg, um nach Norwegen zu kommen? Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ja, genau. Also, na klar, das kommt dann auch wieder ein bisschen drauf an, wo man halt hin möchte. Und ja, also wenn ich jetzt über Schweden fahre oder sowas, dann empfehle ich zum Beispiel die Fähre von Rostock nach Trelleborg. Dann kommt man relativ günstig. Das war für uns die günstigste Möglichkeit, nach Schweden bzw. in die skandinavischen Länder zu kommen. Das heißt, wir haben das darüber gemacht. Ansonsten gibt es natürlich auch noch im Prinzip von Dänemark nach Norwegen rüber. Das ist dann, hilf mir mal kurz, Christian Sand nach Hirtshals, richtig? Korrekt. Genau, oder beziehungsweise umgekehrt, also Hirtshals nach Christian Sand. Da kommst du dann mit einer Schnellfähre dort rüber. Gibt es auch mehrere Liniengesellschaften, mit denen man fahren kann. Dann ist man auch direkt in Norwegen. Ansonsten gibt es noch Kiel und Oslo. Da gibt es sozusagen so wie ein Vorab, sage ich mal, eine kleine, wie soll ich sagen, das ist wie eine kleine Kreuzfahrt. So fühlt man sich. Also das Schiff ist wie ein Kreuzfahrtschiff aufgebaut. Mega toll, ganz tolle Shows und so weiter haben wir auch gemacht in unserer 2019er Reise mit dem Bulli. Da ist er nochmal. Und ja, genau, also das heißt, das geht auch. Ansonsten noch die Brücke. Die würde ich nicht empfehlen mit der Colorline. Mit dem Bulli, wir hatten zwar eine schöne Kabine, aber dafür, dass man 20 Stunden fährt, über 600 Euro, da ist Essen nicht drin, das sollte man sich überlegen. So sehr die Kreuzfahrten lieben, aber 600 Euro für eine Fährfahrt, das geht billiger. Ja, das Teure ist einfach das Auto dabei. Ne? Also wenn man jetzt ein Wohnmobil hat, je höher es ist und je länger es ist, und so auf speziellere Decks muss es, und die Decks sind dann natürlich teuer, weil da fahren auch die LKWs dann mit. Ne? Genau. Ja. Wann geht es für euch wieder nach Norwegen? Habt ihr schon was in Planung oder ja, also, morgen? Ja, am liebsten natürlich schon. Also es gibt natürlich auch noch ein paar andere Destinationen, die wir uns erreichen wollen oder die wir erstmal uns anschauen wollen. Das heißt, ein bisschen Zeit wird es noch sein, aber ich denke, irgendwann wird es wieder nach Norwegen gehen, auch ans Nordkap, das auf jeden Fall, denn da haben wir uns verlobt. Also von daher müssen wir da wieder hin. Ja. Müsst ihr auf jeden Fall noch hin. Richtig. Wo geht es als nächstes hin? Ihr habt ja noch deutlich... Bei euch kann man auch deutlich mehr Infos zu anderen Reisezielen auch finden. Wir haben uns jetzt einfach mal Norwegen rausgegriffen. Wo geht es jetzt als nächstes hin? Genau, ja, wir sind ja im Prinzip zwei YouTuber und filmen unsere Reisen. Und wenn man möchte, kann man uns natürlich dabei begleiten. Das nächste wird jetzt der Sommerurlaub sein. Der geht in 2 Wochen los ungefähr. Da werden wir nach Österreich und Kroatien fahren. So Istrien die Richtung, mal gucken, wie das aussieht. Auch das wird wieder alles spontan ein bisschen werden. Und dann haben wir für nächstes Jahr wahrscheinlich in Richtung, Schottland gedacht. Mal gucken, wo es uns hintreibt. Ne? Also das ist halt das Schöne, mit dem Camper bist du ja flexibel. Absolut, wir können die Kreuzfahrt-Camper ja auch begleiten. Wo können wir euch aufrufen, auf welchen Kanälen seid ihr zu finden? Genau, ich glaube, willst du dazu mal was sagen? Du kannst dich umdrehen. Ich kann mich umdrehen. Komm, mach mal. Achso, ja, ich drehe mich mal um. Ja, nämlich bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube, da... kann man uns finden, einfach Kreuzfahrtcamper eingeben und schon findet man das. Genau, und bei YouTube kannst du halt die gesamten Filme dann halt dir anschauen. Also natürlich machen wir nicht nur diese Reisevideos, sondern wir machen auch Tipps und Tricks. Also wenn man halt was einbauen will oder sowas, ich bin ein bisschen technisch versiert und baue mir auch halt die Solaranlage selbst ein oder irgendwelche andere Regelungen. Also das gibt es dort auch, genau, ja. Cool. Herzlichen Dank für euren Besuch hier auf der Travelator Connection. Das ist euer Applaus. Dankeschön. Oh. Ja, Fettbo mitgebracht, weißt du. Sehr gut. Marcel und Stefan Schrader.
wenn ihr wollt, sprecht sie gerne an, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch einen Tipp braucht. Sie sind ja im Moment hier, das ist gar kein Problem. Wir können es auch gerne hier in offener Runde machen, dafür haben wir extra Mikrofone aufgebaut. Der Jonathan hat bis heute Morgen um 5 Uhr geschraubt, damit die Dinger hier installiert werden. Bitte nutzt sie gerne auch dafür. Das ist jetzt eure Chance, Fragen zu stellen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, welche Fragen gleich gestellt werden, wenn ihr nicht öffentlich gestellt werden könnt. Ja, mal gucken. Wir sind gespannt, ihr werdet davon berichten. Genau. Euch auf jeden Fall immer gute Fahrt, kommt heil und gesund hin und auch wieder zurück. Dann vielleicht sehen wir uns ja dann spätestens nächstes Jahr hier auf dem Caravanserl wieder mit neuen Eindrücken, mit neuen Drohnenbildern und mit viel, viel Humor. Vielen Dank für euch. Ja, vielen Dank auch. Dankeschön. Danke. Jetzt können wir noch einmal durchschnauben, aber nicht zu lange, denn in 8 Minuten geht es schon weiter und dann führen wir sie. Das war jetzt der Vortrag, den wir hier gehalten haben. Norwegen, der Natur so nah. Wir bitten natürlich nochmal zu entschuldigen, dass der Sound natürlich ein bisschen schwieriger war, weil wir konnten natürlich nicht den Ton abnehmen von den Kollegen. Aber wenn ihr das Video mit richtig guter Qualität nochmal sehen wollt, dann ist der Link verlinkt. Das ist auch schön, der Link verlinkt. Ja, ist aber so. Genau. Und dann würden wir einfach sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hättet ihr eine Idee, welchen Vortrag wir vielleicht noch halten sollen, tun, können? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Es ist sehr spät, merke ich gerade. Es wird Zeit, dass wir Feierabend machen. Machen wir auch gleich. In diesem Sinne, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.